Sehr geehrter Herr Bundespräsident Villinger, werte Frau Villinger, werte Festversammlung, von Ludwig Börne, dem bekannten Sohn dieser Stadt, zu dessen Gedenken ja hier in der Paulskirche alljährlich ein Preis an bedeutende Publizisten vergeben wird, ist das Zitat überliefert: Man kann eine Idee durch eine andere verdrängen, nur die der Freiheit nicht. Was für ihn den Kritiker der Politik Metternichs und dem glühenden Anhänger von Demokratie und Freiheit so bedeutend war, ist es heute nicht minder. Er setzte in Zusammenhang, was untrennbar miteinander verbunden gehört, damals aber alles andere als selbstverständlich war. Für ihn galt die Demokratie als Voraussetzung der Freiheit. Das mag damit zusammengehangen haben, dass er sich 1830 in Paris niederließ, eine besondere Affinität zu den Maximen der Französischen Revolution hatte. Die Französische Revolution mit ihrem Dreiklang der Liberté, Égalité, Fraternité hat die Freiheit auf eine Stufe gestellt mit Gleichheit und Brüderlichkeit. Heute kann man den Eindruck gewinnen, dass Freiheit und Gleichheit gegeneinander ausgespielt werden. Das John Stuart Mill Institut für die Freiheitsforschung erhebt alle 6 Jahre den sogenannten Freiheitsindex. Gefragt wird vor allem nach der Wertschätzung der Freiheit im Wettbewerb mit Gleichheit, mit Sicherheit und Gerechtigkeit. In diesem Jahr zeigt der Index, dass die Freiheit für die Deutschen immer noch einen hohen Stellenwert hat. Sie gelangt in der Studie noch vor Gleichheit, Gerechtigkeit und Sicherheit. Zugleich lässt sich aber eine steigende Sehnsucht nach Gerechtigkeit und sogar eine zunehmende Forderung nach Verboten feststellen. Diese Tendenz ist irritierend, ja fast erschreckend. Die Idee der Freiheit, die Ludwig Börne für nicht austauschbar, für nicht ersetzbar hielt, wird heute in Abwägung zur Bevormundung gebracht. Ein Gegensatz, der größer nicht sein könnte, denn Freiheit stellt sich immer gegen Bevormundung, egal ob sie als wohlgemeinter Paternalismus oder mit moralem Zeigefinger daherkommt. Freiheit setzt auf Bildung, auf Anstand, auf Verstand des Einzelnen, auf Vertrauen in die Fähigkeiten jedes Einzelnen. Aber alleine ist sie wertlos, ja gefährlich. Freiheit bedarf einer ebenso wirkungsmächtigen und unverzichtbaren Pendance, nämlich dem der Verantwortung. Es ist die Scheu oder gar die Furcht, vielleicht Selbstverantwortung übernehmen zu müssen für eigenes Tun und Handeln, die den Wunsch nach Fürsorge oder gar Verboten beseelt. Die Scheu vor der Verantwortung ist eine Krankheit unserer Zeit, bemerkte damals schon Bismarck. Es scheint, die Zeit sei stehen geblieben. Verantwortung ist mehr als nur eine Handlungsrichtlinie. Sie ist eine Einstellung, eine Haltung. Freiheit und Verantwortung sind Grundvoraussetzung für eine offene Bürgergesellschaft. Einer Gesellschaft, in der sich der Einzelne einbringt, für die Allgemeinheit. Indem der Einzelne frei ist, übernimmt er Verantwortung, nicht für sich, sondern eben auch für seine Mitmenschen, für die Gesellschaft als Ganzes. Der Einzelne bringt sich ein und er tut dies freiwillig, unter Ausnutzung genau des Rahmens, den ihm die Freiheit gibt. Indem er sich für die Gesellschaft einbringt, übernimmt er Verantwortung. Und genau hier treffen sich Verantwortung, Eigenverantwortung und Solidarität. Denn Verantwortung übernehmen bedeutet eben auch Solidarität und solidarisch zu sein. Freiheit ohne Verantwortung ist keine Freiheit, jedenfalls nicht im Sinne Kants. Verantwortung ohne Freiheit führt zu bloßem Befehl und Gehorsam, also das, was uns alle schaudern lässt. Wer Verantwortung übernimmt, begibt sich eines Teils seiner Freiheit, und zwar völlig freiwillig. Das ist der Kern, ein Kern, der im Übrigen auch
Luthers Freiheitsbegriff des Christenmenschen geprägt hat, ein Begriff, der in den diesigen Zeiten vielfältige und wohlfeile Verbesserung über sich kommen lassen muss. Verantwortung gilt aber nicht nur für das Hier und Jetzt, sondern sie umfasst auch die Verantwortung für nachfolgende Generationen. Sie besteht darin, die Freiheit nachgeborener Generationen nicht einzuschränken oder gar aufzubrauchen. Und das gilt eben nicht nur für beliebte Umweltfragen, das gilt gerade aktuell sehr deutlich für die Fragen der Rente oder auch die Frage des Abtragens von Schuldenbergen. Ein Vorbild für die Bewahrung der Freiheit nachfolgender Generationen ist der diesjährige Preisträger. Kaspar Villinger als Vater der Schuldenbremse, die er 2003 in einer Volksabstimmung durchsetzte. Ich weiß, wir haben auch bei uns große Diskussionen gehabt, Herr Villinger, ob man diese Wahrheit zumuten kann. Und auch wir haben eine Volksabstimmung zur hessischen Verfassung gehabt und auch wir haben eine überragende Zustimmung hier in Hessen in der Bevölkerung erhalten. Und ich glaube, dass Sie als Vater der Schuldenbremse wirklich Maßstäbe für solch verantwortungsvolles Handeln gesetzt haben. Sie forderten stets eine Rückkehr zu einem Sinn für Verantwortung ein. Sie, verehrter Herr Villinger, haben 2011 treffend und wie ich finde auch treffsicher Verantwortung in der Zeit wie folgt umschrieben: Wenn sich schon Odysseus an den Mast binden ließ, um nicht den Gesängen der Sirenen zu erliegen, so ist es gewiss nicht schlecht, wenn sich auch die Politik gegen Verführungen wappnet. Lieber Herr Villinger, hätten Sie doch mit der Schuldenbremse auch unserer großen Koalition die Ohren mit Wachs verstopft, damit Ihre nun in aufziehenden Wahlkampfzeiten wieder Fahrt aufnehmende Spendierfreundlichkeit nicht zu einem Scheitern der Generationengerechtigkeit und damit der Gemeinschaft führt. Damit Nachhaltigkeit nicht nur beliebig und sinnentleert, sondern verantwortlich gebraucht wird, damit endlich die Balance zwischen Staat und Privat wiederhergestellt werden kann. Thomas Jefferson schrieb über die Generationengerechtigkeit: Wer die erste Generation in der Lage, wäre die erste Generation in der Lage, die zweite und dritte mit Schulden zu belasten, dann würde die Erde der Toten und nicht der lebenden Generation gehören. Daher kann keine Generation mehr Schulden aufnehmen, als während der Zeit ihres Bestehens abbezahlt werden kann. Zur politischen Verantwortung gehört deshalb eben auch, Ideen für die Gestaltung der Zukunft zu entwickeln. Gute Politik muss sich daran messen lassen, ob sie ihrer Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft auch gerecht wird. Wenn das Wohl der Gesellschaft Leitfaden und Richtschnur für politisches Handeln ist, dann verbietet sich die Entmündigung durch die Reglementierung nahezu jeden Lebenssachverhalts. Denn der Einzelne kann in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen, dann, wenn er mündig, wenn er frei ist. Der Einzelne darf nicht glauben, dass er keine Verantwortung übernehmen müsse, weil staatliches Handeln diese ersetzt. Freie Demokraten setzen dem entgegen, dass die Idee der Freiheit ein Auftrag der Verantwortung ist. Die Karlsruher Freiheitsthesen beschreiben es sehr treffend. Weil Menschen miteinander leben, sich eine Welt teilen, weil sie Kinder, weil sie Enkel haben, darum wollen wir die verantwortete Freiheit. Sie, lieber Herr Villinger, verehrter Preisträger, Sie haben diese verantwortete Freiheit immer als Vorbild gelebt. Dafür unseren ganz herzlichen Dank.